Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist jetzt schon ungefähr ein Jahr her, dass ich das letzte Mal eine Challenge gemacht habe und daher wird es mal wieder Zeit für eine. Und diesmal habe ich mir eine neue Challenge ausgedacht. Und zwar die Billig-Cola-Challenge. Bei der Billig-Cola-Challenge müsst ihr eine 1,5 Liter Flasche Billig-Cola komplett austrinken während des ganzen Videos. Das Wichtigste dabei ist, vom Zeitpunkt, wo die Cola geöffnet wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo der letzte Schluck aus der Billig-Cola raus ist, darf kein Schnitt erfolgen. So, das waren jetzt die Regeln. Ich werde mich jetzt einfach an meiner Challenge wagen. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Los geht's. Oh, Überdruck. Mir ist eben gerade ein bisschen Billig-Cola rausgespritzt. Bei der Billig-Cola ist sehr viel Kohlensäure drin, deswegen immer schön aufpassen, dass ihr da nicht irgendwas rausspritzt. Ich habe schon echt eine gute Menge geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt in der so kurzen Zeit schaffe, so viel schon wegzutrinken. Langsam schwächel ich. Ich glaube, mit einer originalen Cola hätte ich das bisschen besser, glaube ich, sogar geschafft. Weil originale Cola schmeckt ja auch deutlich besser als so eine Billig-Cola-Scheiße. Aber von Billig-Cola kann man immerhin sehr gut rülpsen.
So, bald bin ich am Ende. Oh, langsam merke ich, dass kein Platz mehr im Magen ist. Oh, einmal absetzen muss ich noch. So, ich habe es ausgetrunken. Das ging sogar relativ schnell. Ich habe echt gedacht, dass ich dafür noch ein bisschen länger brauche. Das war die Billig-Cola-Challenge. Wie ihr seht, ich habe eine Freeway-Cola genutzt, aber ihr dürft ja auch jede Billig-Cola nutzen, die ihr möchtet. Ihr seid dazu herzlich eingeladen, diese Challenge auch mal zu machen. Ich nominiere Natururin dafür, die Challenge auch mal zu machen. So, das war's jetzt auch von meinem Video. Ich hoffe, euch hat diese Challenge gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.